Cowabunga Dudes, es ist Review-Zeit auf Dark Schnegge Reviews und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren Review. Heute kommt das Technik-Genie für euch an den Start. Der gute Donny ist da, Donatello, und ihr seht schon, er kommt natürlich in der typischen Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren Verpackung daher. Mit den Jungs hier oben das Design aus der neuen Serie bei Nickelodeon, hier das Logo und hier seht ihr natürlich Donatello, the Tech Whiz, auf Deutsch das Technik-Genie. In der Verpackung ist natürlich schon einiges zu sehen, oder? Sehr, sehr schön, wieder eine Menge Zubehör mit dabei. Gucken wir uns natürlich gleich genauer an. Auf der Rückseite auch hier natürlich der schöne Einblick für noch mehr Turtles Power. Die ganzen Jungs am Start plus April, Splinter und ein paar Bösewichte und die kleine Bio vom guten Donny, die uns hier verrät, dass Donny eine Weichschildkröte ist. Ich finde das sehr interessant, dass das verschiedene Turtles Spezies sind. Denkt an Mikey, der war eine Dosenschildkröte. Seine Waffe ist der Tech Bow. Sein Bow-Stab ist also auf jeden Fall mit dabei. Ist so ein bisschen angelehnt, denke ich mal, an die letzten Turtles-Kinofilme. Also alles so ein bisschen mehr auf Technik gemacht, ein bisschen moderner. Ich denke mal, ist aber völlig okay. Und ich würde sagen, lass uns Donny angucken. Ich bin sehr gespannt, was da alles an Zubehör mit dabei ist. Tja, und ich denke mal, an Zubehör enttäuscht er mich hier auch auf keinen Fall. Da ist er, da ist Donny. Erkennt ihr euren Donny wieder? Ja, ich denke schon so ein bisschen, oder? Eine sehr cool gemachte kleine Figur, die natürlich auch leider bei meiner Version einen kleinen Produktionsfehler vorzuweisen hat. Bisschen schade, aber ich denke mal, das ist Nitpicking auf hohem Niveau, wie ich immer gerne sage. Schauen wir uns Donny mal genau an. Ihr seht ja schon, er hat seinen Bowstaff in der Hand, schön in Grau gehalten, ist mehr als okay. Er ist durch die Verpackung ein bisschen krumm, das könnt ihr aber wieder zurechtbiegen und dann ist das alles völlig okay. Wenn wir jetzt auf die Details eingehen und uns hier mal genauer den Kopf ansehen, da seht ihr, was ich meine. Auch da könnt ihr erkennen, dass Playmats das Ganze aufeinander geklebt hat, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei Leonardo. Hier ist eine kleine Mini-Lücke zu erkennen, aber es ist völlig okay, er sieht auf jeden Fall gut aus. Die Augen könnt ihr gut erkennen, ihr könnt das lila Bandana erkennen, was dieses Mal kein Bandana ist, denn es ist ein komplettes Kopftuch, was nach hinten rumgeht. Ihr seht das ja, ne? Natürlich hier die kleinen Nüpsel hier an der Seite, die müssen sein. Und ihr seht ja auch, dass der gute Donny jetzt so eine Art Nachtsicht-Hightech-Gerät auf dem Kopf hat. Das erinnert mich wirklich stark an die alten Kinofilme, die jetzt noch liefen vor ein paar Jahren. Na, also auch da wurde ein bisschen da angelehnt. Ansonsten, ne, ihr seht das ja, typischer Turtles-Shell, sein typischer Panzer mit einem normalen lila Gürtel und dem Turtles-Logo vorne drauf. Sehr schön gemacht, auch nochmal in grün angemalt. Die ganzen, ja, anderen Verstrebungen und alles, die hier an der Hand oder am Arm dran sind, sind auch nochmal bemalt. Das finde ich gut. Er hat hier sogar so ein paar kleine Schützer hier am Start. Na, das sieht auch sehr nice aus. Dieser Part hier ist der Technik Bereich, ne, so gesehen sein kleines, seine kleine Smartwatch. Ich rede ein Mist. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier ist ein Panel, womit er dann halt etwas kontrollieren kann, was gerade auf seinem Rücken schon steckt. Finde ich auch gut gemacht. Ne? Schöne Farbgebung in diesem Hellblau. Sehr gut gemacht. Und ansonsten die Beine, ihr seht das ja hier nochmal, die Knieschützer am Start in lila. Und dann halt hier die Beine oder die Füße sind hier halt auch nochmal, ja, komplett zugesetzt mit, sind das Socken? Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Auf jeden Fall irgendwas Ninja-mäßiges, das passt soweit. Also das gefällt mir schon mal. Auf der Rückseite, ich nehme das Ding erstmal ab hier, komm her. Seht ihr natürlich jetzt dieses Teil. Das ist so ein kleines Backpack, was er dabei hat. Das könnt ihr auch so abmachen. Ne? Es ist nämlich nur über ihm rübergestülpt und da seht ihr dann halt seinen sehr knochigen, sehr seltsam aussehenden Panzer. Sehr knochig. Ich weiß schon, warum er das Ding hier trägt. Das ist wichtig hier natürlich für eins der Zubehörteile, sein kleines Backpack, denn in Sachen Zubehör hat der gute Donny eine Drohne mit dabei. Jawohl, eine kleine fliegende Drohne, die ein sehr cooler Unterstützer der Turtles in der Serie ist. Und die könnt ihr hier hinten raufstecken. Ich zeige euch das mal. Da ist sie. Na? Schön in diesem schönen durchsichtigen Plastik. Sie hat hier zwei kleine Einsperrungen hier, die Weste auf der Rückseite und die Drohne hat dann hier halt auch die Gegenstücke dafür und dann könnt ihr das Ganze hier raufklappen und das sieht perfekt aus und sieht cool aus. Da ist die Kampfdrohne. Mehr als das könnt ihr aber, denke ich mal, auch nicht mit dieser Drohne machen, als die hier auf dem Rücken zu lassen. Denn so ein kleiner Standy oder sowas wäre cool gewesen, damit die Drohne vielleicht noch über eurer Donny-Figur schwebt. Waffentechnisch habt ihr ja schon gesehen, ist der Tech-Bow mit dabei, der hier normal in Grau gehalten ist. Er ist so ein bisschen hochtechnologisiert in der Serie. Und natürlich auch hier gibt es die Möglichkeit, dass die Turtles das Ganze so ein bisschen mit Energie durchziehen. Und bei Donny ist das halt auch so der Fall. Und dafür gibt es noch einen zweiten Tech-Bow in der Verpackung, der so ein bisschen halt diese Energie repräsentieren soll. Und so sieht das Ganze dann halt aus. Ihr seht, dass hier so ein bisschen so ein kleiner Schwungeffekt mit reingebracht wurde, als würde Donny halt seinen Bowstaff so ein bisschen im Kreise drehen, denn hier gehen diese Energiewellen hoch und runter, na, alles sehr abgedreht und in diesem schönen, durchsichtigen Lila-Touch gehalten. Hier nochmal zum Vergleich, der normale Bowstaff, na,
so soll das Ganze dann halt aussehen. Ich persönlich würde sagen, wenn ich sie mir irgendwo hinstellen würde, diese Figuren, würde ich tatsächlich wirklich diese durchsichtigen Waffen jeweils ranpacken. Das hat Style, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten war es das aber auch. Mehr ist beim guten Donny, soweit ich jetzt mich noch erinnern kann, nicht mehr mit dabei. Denn ja, das reicht aber auch. Was ist die Beweglichkeit jetzt noch wert? Da gucken wir mal kurz hin, denn der kleine Rückenpanzer könnte ein bisschen Einschränkungen haben, oder? Jetzt habt ihr bestimmt gedacht, ich habe was vergessen, aber nein, die Ninja-Sterne sind auch noch mit dabei, bevor wir überhaupt zur Beweglichkeit gehen. Jeder Turtle hat 2 Wurfsterne mit dabei, die natürlich auch bei Donny mit dabei sind. Es sind immer wieder die gleichen, die schönen kleinen silbernen Wurfsterne. Gehört dazu, oder? Natürlich gehört das dazu. Donnys Kopf ist wie der Kopf seiner Brüder natürlich auf einem Kugelgelenk. Das heißt, wir können ihn sehr, sehr gut bewegen. Ich hatte bisher wirklich nur bei Mikey das Problem, dass der Kopf so knallestarr drauf war, dass ich ihn nicht bewegen konnte. Aber hier auch da wirklich alles mehr als okay. Die Arme können wir sehr weit bei Donny nach oben packen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Bisher keinerlei Einschränkung durchs Backpack, oder? Nach vorne kriegen wir die Arme auch ganz gut. Hier seht ihr zum Beispiel auch sehr schön, dass sein Frontpanzer flexibel ist. Er ist gummiert. Schaut mal hier. Da, ne, dann wenn wir jetzt den Arm nach vorne packen, hat Playmates mitgedacht, damit hier nicht irgendwie die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Nach hinten geht das Ganze sogar besser als bei seinen Brüdern. Bis auf, dass die Drohne jetzt hier so ein bisschen im Weg ist, lässt sich das sehr gut bewegen. Wir haben hier ein einfaches Ellbogengelenk, was hier ein bisschen eingeschränkter ist als bei den anderen Jungs. Wir können aber auch hier den Arm noch in sich ein bisschen bewegen, das ist okay. Und natürlich hier vorne die Hände auch nochmal. Wie auch bei seinen Brüdern gibt es hier keinerlei Bewegung hier im Oberkörper, da ist nichts, das ist alles starr, aber die Beine sind hier auch typisch für die Turtles-Figuren, sehr gut auseinander zu splitten, das ist mehr als okay. Wir haben den Oberschenkel, den wir generell noch bewegen können mit einem einfachen Kniegelenk, das ist alles hier in sich völlig verdreht, das muss ich erstmal zurechtbiegen hier, so, so sieht das Ganze richtig aus und auch hier können wir das Beinchen nochmal so bewegen. Die Füße sitzen hier auf Gelenken, die wir hoch und runter kippen können und auch nochmal so ein bisschen so bewegen können, also alles mehr als okay. Schöne Beweglichkeit. Hätte ich nicht gedacht, dass die doch so gut ist, gerade durch das dicke Backpack hier. Also Turtles-Fans, auch unser Donatello reiht sich hier perfekt in die Riegen der Playmates-Turtles-Figuren ein, von den neuen Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles-Figuren. Und ich muss sagen, schöne kleine Umsetzung. Ich denke mal, er wird schon den Fans gefallen. Nettes kleines Teil. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir vielleicht noch mit einem kleinen Commentary oder ein Däumchen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Review wieder. Also Leute, macht's gut! Bis denn dann und natürlich reingehauen.